Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Runde vom dicken Igel aus Hack. Wir haben ja in der letzten Folge, eigentlich kam da alles auf einmal, ne? Wir haben, glaube ich, den Marktstand freigeschaltet. Ich muss mal kurz gucken, nicht, dass ich irgendwas Blödes erzähle. Ne, wir haben den Marktstand freigeschaltet, genau. Und die Windmühle. Ja. Wir haben jetzt das letzte Gebäude in der Landwirtschaft freigeschaltet. Ein landwirtschaftliches Gebäude. Arbeiter können hier Mehl herstellen. Zu seiner Einrichtung zählt ein Mühlstein, effizienter als ein Mahlstein in der Scheune. Oha! Aber ich glaube, ich werde mich erstmal mit den Marktständen beschäftigen in dieser Folge. Und ich wünsche euch viel Spaß. Und damit, let's go! Wir haben 8 Probleme in unseren Produktionsgebäuden. Ja, so wie es aussieht, fehlt uns nur Material an Stellen, wo das Material immer fehlt, ne? Fischerhütte, Scheune, Schmiede. Also ganz normaler Stuff. Wir können übrigens auch Scheune 3 machen. Haben wir Scheune 3 schon? Ich glaube, wir haben noch gar nicht Scheune 3. Dann machen wir doch erstmal Scheune 3, würde ich sagen, oder? Ja. Hör ich das an? Wir müssen erstmal Scheune 3 machen. Aber da muss ich danach wieder alles einstellen, ne? Zumindest die beiden muss ich danach wieder einstellen. Komm, wir machen erstmal Scheune 3. Ich hoffe, die Stämme reichen, die ich jetzt dabei habe noch. Auf jeden Fall wird das Ding jetzt hier aus Stein gebaut. Schön. Und ein Bretterdach kriegt's. So, Bretter und Steine. Brett, Brett, Brett. Ja. Und steinige Steine. Hat eigentlich das Upgrade von den Häusern, hat das eigentlich auch Auswirkungen auf die Produktion? Also, stelle ich danach mehr Mehl her? Theoretisch, wenn hier jemand arbeitet? Oder wie läuft das? Oder macht das Gebäude einfach nur witterungsbeständiger, sage ich mal? Beziehungsweise, es schaltet ja auch neue Rezepte frei, glaube ich, ne? Aber ob jetzt unbedingt bei der Scheune 3 jetzt neue Rezepte rauskommen? Müssen wir gleich mal gucken. Wenn ich jetzt hier bei Technologie gucke, Landwirtschaft, Scheune 3, nö. Gab keine neuen Rezepte. Bei der Windmühle auch nicht. Letzte war Bienenstock. Ja, okay. Na gut. Aber dann können wir die Scheune auch verkalken. So. Das ist geblieben. Das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt können wir einfach sagen hier... Oh, ey, 6 Leute können wir jetzt einstellen hier. Das ist nice. Wir müssen mal gucken. Beruf. Ihr habt alle keine Berufe? So, du gehst auch hier rein. Warum habe ich noch... Warum habe ich einen männlichen Typ ohne Beruf? Was ist mit dir, Siroslav? Ach so, du hast... Nee. Habe ich den eingestellt, um dann zu handeln? Aber theoretisch würde der mir genau dafür jetzt helfen. Der hat 3 in Diplomatie und wir wollten einen Marktstand bauen. Oder hatte ich doch 3 in der Scheune? Ne, jedenfalls können wir mit ihm auf jeden Fall den ersten Marktstand bepflanzen. Ich verputze das Ding jetzt auch gleich. Hab da jetzt mega Bock drauf. Top. Ja, das sieht doch schön aus. Dann haben wir noch gleich noch ein bisschen Putz für das Nahrungsmittellager. Obwohl, ganz reicht das nicht. Schade. Ja, dabei hatte ich wieder irgendwie über 90 Kalkstein.
Wir können ja mal gucken, wo ungefähr stellen wir jetzt die Marktstände hin. Also ich würde auf jeden Fall hier vorne Marktstände hinballern. Ich würde aber nochmal hier den einen Schotterweg deleten. Genau. Der führte hier einmal so drumherum, das sah irgendwie nicht so gut aus. So, jetzt könnten wir mal gucken. Gebäude, Dienstleistungen, Marktstand. Kriegen wir hier noch einen hin? Selbstverständlich nicht. Mal ein bisschen rumexperimentieren hier. Das Ding kann auch weg. So, hier könnten wir einen hinsetzen. Das fände ich, glaube ich, ganz gut. Und können wir hier noch den Weg verlängern? Ja, sehr gut. Also ich gehe erstmal schlafen. Ich sehe sowieso nichts. Oh, wir gehen in den Winter. Wir gehen in den Winter. Okay, okay. Na gut. Ja, dann muss ich mich auch umziehen wieder. Ach, ja. Gesteppte Weste. Dicke Lederhandschuhe. Kappe. Ja, sehr gut. Winteroutfit ist wieder am Start. So. Kriegen wir hier noch einen daneben? Ein Stand? Theoretisch ja. Aber der ist nicht ganz parallel mit dem anderen. Ich reiß hier nochmal kurz den Schotterweg ab. Der muss parallel sein. Nee, immer noch nicht. Ist gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so einfach, Leute. Naja, das geht schon. Das ist schon okay. Das ist schon okay. Okay, dann haben wir da zwei. Und hier noch einer hin. Und vielleicht hier noch einer hin. Wenn ich es hinkriege. Aber ich denke schon. Ja. Erreiche die Stadtentwicklungsstufe. Aha, wir sind jetzt eine Stadt. Schön. So, jetzt haben wir hier vier Marktstände. Dann bauen wir die doch mal auf. Holzstamm und Brett brauchen wir erstmal. Ah, okay, okay. Jetzt brauchen wir hier Leinengewebe. Verstehe. Leinengewebe. Da. Da haben wir auf jeden Fall genug von. Okay. Vier Marktstände haben wir jetzt. Ja, das können wir noch alles ein bisschen hübscher hier machen, glaube ich. Aber an sich gefällt mir das schon mal sehr, sehr gut. Und wir könnten theoretisch den ersten hier arbeiten lassen schon. Oh, wir haben zwei neue... Wir haben zwei neue Frauen, die frei geworden sind. Okay, dann erstmal den ersten hier. Da rein. Und wie machen wir jetzt, wie sagen wir jetzt, was hier verkauft werden soll? Warenhandel nicht zugeordnet. Hä? Aber was soll ich denn? Ach, hier unten. C, Art der Waren ändern. Ah, okay, okay. So. Was wollen wir denn hier verkaufen? Nahrung? Wir können hier Kirschen verkaufen, auf jeden Fall. Wir können hier Eier verkaufen. Die haben wir auch mehr als genug, Leute. Mehr als genug. Zwiebeln können wir verkaufen. Kohl immer. Also wir verkaufen erstmal alles, was wir so anbauen, würde ich sagen. An Gemüse.
So, vielleicht doch nur 10% hier. Bei den Eiern auch 10%. Bei den Kirschen auch 10%. Honigwabe können wir 10% machen. Oder wir machen 15%. 12. Nehmen wir das damit voll? Ja, dann haben wir noch 10% übrig. Aber wir machen erstmal einen Nahrungsmittelstand. Ja, guck mal. Oh, das sieht gut aus. Das sieht wirklich schick aus. Das sieht wirklich schick aus. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der hier verkauft. Ach, du bist es, oder? Ja. Schön. Have you ever wondered what a world without kings? Und wie viel machen wir jetzt pro Tag? Steht das da insgesamt? Sieht jetzt nicht als Ganzes, oder? Wie viel der jetzt als Ganzes macht? Oder macht er das als Ganzes 50,7 pro Tag? Naja, gucken wir mal. Und ob das dann, geht das denn direkt in mein... in mein Inventar das Geld? Also wisst ihr das? Ihr könnt ja mal, also die Leute, die jetzt schon mit Marktständen arbeiten und so, die können mir das ja mal verraten. So, Edburga. Du warst eine gute Jägerin, ne? Du gehst auch wieder in den... Oh, wir müssen... Hütten reparieren. Du gehst auch wieder in die Jagdhütte. Und Pakoslava war sehr gut in Landwirtschaft. Okay, alles klar. Der Feldschuppen hat 3 von 4. Der Feldschuppen hat 1 von 4. Oh, haben wir vielleicht jetzt im Herbst den Hopfen vergessen? Das könnte sein. Das könnte sein, dass ich den vergessen habe. Verdammt. Haben wir denn die Scheune? Arbeite mal als Scheunenknecht, bitte. So, wir gucken. Haben wir neue Kinder? 2 Stück theoretisch. Das heißt, haben wir irgendwo wieder Arbeitskraft verloren? Brunnen arbeitet jemand im Grabungsschuppen 2, Grabungsschuppen 2, Holzschuppen 2, Holzschuppen 1, Holzschuppen 2. Verstehe, okay, okay. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Kräuterhütte. Mine 4 von 6. War, glaube ich, auch mal besser besetzt. Naja, egal. Fischerhütte 1, Jagdhütte 2. Holzschuppen, die sind okay, Scheune auch. Bienenstock 1, Hühnerstall, hier ist überall, bei den Tieren ist überall einer drin. Küche 2, Näherei 1, Schmiede 2, Schmiede 1. Okay, einer ist aus der Schmiede raus. Bauhütte, Marktstände sind noch nicht besetzt, ja, verstehe ich. Ja, okay, wir haben jetzt erstmal nur einen in der Schmiede verloren. Entschuldigung. So. Ja, dann funktioniert das schon mal mit dem Essenstand hier. Und je mehr Diplomatie der jetzt aufbaut, desto besser wird er ja in dem Scheiß. Wir können ja mal mit ihm quatschen. Ich bin sehr gut darin, Leute zu überzeugen. Das geht besonders, wenn ich etwas habe, das sie unbedingt haben wollen und wenn beide Seiten von einem Geschäft profitieren können. Have a nice day. Ja, 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 ja. Ein richtiger Diplomatiekünstler.
So, wir müssen der Bauhütte sagen, dass sie die Sachen reparieren muss. Und wir könnten auch gleich mit Sulibor sprechen. Das ist unsere Quest mit den Tonkrug-Dingern, die gefühlt eigentlich schon abgeschlossen ist, aber irgendwie gibt es da wohl noch was zu klären. Achso, Schweine können wir noch. Schweine können wir noch klären. Ich meine, Tiere können wir noch klären. Hühner haben wir sowieso den Überblick verloren. Ein Hahn, viele Hennen. Das gibt Eier, sehr schön. Schweine. Läuft auch ganz gut. Schafe, Digger, keine Ahnung, was hier abgeht, aber das läuft. Rinder. Ja, wir haben noch keinen Stier, wir können noch nicht verkaufen. Pferde, Hengst, Fohlen, okay, alles klar. Läuft also auch. Ich hänge wieder fest. Befreie mich. So, hier haben wir ihn. Den Sulibor. Es ist fertig, was denkst du? Er ist so gut wie neu. Der Schaden wird ihnen gar nicht auffallen. Okay. Jetzt müssen wir den letzten Tonkrug abliefern. Und ich hoffe, das gibt krass Diplomatie jetzt. Hallo mein Lieber, wie geht es mit der Suche voran? Ich habe einen der verschwundenen Tonkrüge. Gut gemacht. Oh, war er kaputt? Ja, Sulibor hat ihn bei seinem letzten Besuch kaputt gemacht und wollte ihn reparieren, bevor er ihn zurückbringt. Dann hat er sich allerdings zu sehr geschämt, um es selbst zu tun. Armer Kerl, wie lieb, dass er versucht hat, Ich fürchte nur, er wird nicht lange halten. Trotzdem danke. Es ist der Gedanke, der zählt. 60 Diplomatie. Das ist ja nichts. So. Haben wir hier noch Quests? Da drüben haben wir noch eine Quest. Ich warte mal, was da drüben los ist. Ach, das ist er hier. Ist das nicht unser Arzt, der uns hier verarztet hat? Derwan. Ach nee, das ist der sonst immer unsere Quests abnimmt. Wie stehen die Dinger in Piastovia? Braucht ihr bei irgendwas Hilfe? Ich bin froh, dass du fragst. Ich brauche wirklich Hilfe. Ehrlich gesagt gab es in letzter Zeit keinen Moment, in dem ich nicht beschäftigt war. Die Probleme und Gesetzlosen und das Ausbleiben der Vorratslieferung unserer Nachbardörfer fordern ihren Tribut in unserer Stadt. Unsere Leute brauchen fast jeden Tag Hilfe. Sieh dir nur unsere Anschlagtafel an. Die spricht für sich selbst und es kommen ständig neue Hilferufe hinzu. Aber es gibt einen Fall, der nicht publik gemacht werden kann. Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Es gibt ein Problem, um das ich mich kümmern muss, das ich aber nicht einfach an der Anschlagtafel anbringen kann. Die Leute vertrauen mir schließlich und verlassen sich auf meine Kompetenz. Das ist es, was sie in diesen Tagen antreibt. Und ich darf ihr Vertrauen in mich nicht untergraben, indem ich jetzt Schwäche zeige. Also was genau beschäftigt dich? Es geht um meinen Lehrling, Lubos. Es ist noch nicht lange her, dass er auf der Suche nach Arbeit nach Pestiopia kam. Zufälligerweise war ich gerade auf der Suche nach einem Assistenten. Der mir etwas Arbeit abnehmen kann. Es war fast, als hätte das Schicksal ihn zu mir geführt. Ich habe ihm einige kleine Aufgaben übertragen, damit er sich an die Arbeit gewöhnen kann. Nun habe ich gehört, dass sein letzter Auftrag für einiges Aufsehen im Dorf gesorgt hat. Er hätte einige Waren unter den Dorfbewohnern verteilen sollen, ohne unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. So schlimm kann es nicht sein. Es scheint, als wäre kaum jemand mit der Lieferung zufrieden gewesen. Ich habe ihm meine Hilfe angeboten, aber er hat sie abgelehnt und darauf bestanden, dass ich... Was ist denn los hier?
dass ich seinen Meister nicht einmischen sollte. Könntest du mir helfen und dafür sorgen, dass dieses Schlamassel ein Ende findet? Gut, wo finde ich den jungen Unruhestifter jetzt? Ich habe ihm einen Platz zum Wohnen außerhalb der Stadtmauern beschafft. Er wohnt in einem Haus neben der Windmühle. Bitte sei geduldig mit ihm. Ich hoffe, er lernt aus seinen Fehlern, denn ich habe große Hoffnungen in ihn. Ich werde ihm einen Besuch abstatten. Ach, das ist der Quartiermeister hier. Ach so. LOL. Einer von euch hat gerade eine übelste Kamehameha abgefeuert. Krass. Witzig. Habe ich ja noch nie gehört. So. Ich könnte mich jetzt mit der Quest beschäftigen. Oder ich gehe meine Tiere füttern. Irgendwie haben gerade schon wieder meine Tiere Hunger. Das gibt's doch nicht. Kann doch nicht Warzenschwein. Warum macht da keiner was? Warum macht denn da niemand was? Meine Tiere hungern. Muss ich wieder kommen? Und den Retter vom Dienst spielen hier. Also von der Seite ist es schwierig ins Dorf zu kommen, ne? Man muss hier durch den Fluss reiten. Oder man geht den Weg entlang. So. Arthur Roggen Stroh. Es könnte doch so einfach sein. Ach, okay. Hafer muss gedroschen werden. Wie sieht's mit dem Roggen aus? Haben wir auch noch. Nur noch richtig, richtig wenig. Aber müsste, glaube ich, gesät worden sein. Müsste dann im Frühjahr wieder und so. Glaube ich zumindest. Wie sieht's aus? Ja, Roggen wächst. Sehe ich von hier. Okay. Geh mal weg hier. Du Hilfsarbeiter. Ich muss den Bums jetzt selber dreschen. Bin krass überladen, verdammt. Verdammt. 64 Tierfutter. Immerhin etwas. Nee, es reicht noch nicht, dass ich meine Holzstämme mitnehmen kann. So, wo sind meine Holz... Ah nee, Quatsch, die habe ich ja abgeliefert. Bin ich dumm. So. Leingewebe kann auch wieder hier rein. Stroh. Und Tierfutter. Geht mir langsam richtig auf die Eier, dass wir irgendwie mit dem Tierfutter nicht vorankommen. Meine Hoffnung ist es jetzt, dass wenn wir die Windmühle haben und da jemand nur damit beschäftigt ist, den Bums hier zu mahlen, dass dann... Ach Quatsch, der malt ja eigentlich nur. Der malt ja nur Mehl. Er drischt ja nicht. Wisst ihr, was ich meine? Dreschen ist ja wichtig eigentlich. Ach, Mann, Mann. Jedenfalls entlasten wir so ein bisschen die Scheune mit der Windmühle. Und das könnte dazu führen, dass die Scheune einfach mehr Tierfutter macht. Oder wir müssen halt mehr einstellen. In der Scheune. So, wo haben wir jetzt diesen komischen Lehrling? Hier ist er.
17. Aha, 17 und schon Schnorres. Schön für dich. Ich habe gehört, dass du Hilfe bei ein paar Lieferungen brauchst. Die Arbeit ist bereits getan. Wer sagt, dass ich Hilfe brauche? Ich habe die Dorfbewohner reden gehört. Warum hast du dich bei den Lieferungen geirrt? Ich habe mich bei niemandem geirrt. Es ist nicht meine Schuld. Wenn sie die Geschenke nicht zu schätzen wissen, die sind das Problem, nicht ich. Sich beschweren, wenn etwas umsonst gibt. Erbärmlich, ja. Das ganze Reich soll sich in einer Krise befinden, weißt du? Wir werden sehen, wie sie sich verhalten, wenn eines Tages der wirkliche Krieg kommt. Sie werden um jedes Stückchen Müll und vergammeltes Essen betteln, das sie riechen. Ha! Wer war mit der Lieferung unzufrieden? Sie alle. Die Kuhzüchterin hat sich über das Futter beschwert, der Schmied möchte die Kleidung nicht und der Näher hat Werkzeuge nach mir geworfen. Nur der Bauhandwerker war glücklich. Er hat den Weinkrug liebevoller umarmt als seine Frau. Willst du nicht mit ihnen reden, die Dinge klarstellen? Sie sollen mit dem zufrieden sein. Halt doch mal die Klappe. Sie sollen mit dem zufrieden sein, was sie haben. Ich bin fertig mit ihnen. Hör dir ihr Gejammer ruhig selbst an, wenn du willst. Du kannst deinen Meister nicht zum Stich lassen. Ich werde mit den Leuten reden. Puh, Digga. Oh, so, wir sollen gleich mit ihr reden. Sehr gut. Worüber schüttest du den Kopf? Was ist das für ein Gestank? Geht es deinen Kühen gut? Es ist schrecklich. Sie sind krank und haben Durchfall. Oh, warum habe ich nur auf diesen neuen Kerl gehört? Er hat mir ein Paket Zwiebeln gebracht und war überzeugt davon, dass sie meine Herde vor Krankheiten und störenden Insekten schützen würden. Ich hatte noch gar keinem besonderen Heilmittel. Ich hatte nach gar keinem besonderen Heilmittel gefragt. Lol, komischer Satz. Aber er hat mich dazu überredet. Jetzt fange ich durch den Zwiebelgestank jedes Mal an zu weinen, wenn meine Kühe muhen. Das Paket war wahrscheinlich für jemand anderen gedacht. Kannst du mir den Rest davon geben? Hier, nimm das. Ich will das nie wieder sehen oder riechen. Sag diesem Schwindler, er soll sich selbst den Mund damit vollstopfen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, seine Dummheit zu heilen. Danke, ich hoffe, deine Kühe geht es bald wieder besser. So, sprich mit Goratz. Das, irgendwas. Goratzt. Der ist innerhalb der Mauern. Gibt es noch jemanden, der außerhalb der Mauern ist? Nee, anscheinend nicht. Nur gut, dann gehe ich da vorne rein. Na? Komm schon. Ich will wieder den außergewöhnlichen Weg gehen. Sehr gut. Hat geklappt. Bin stolz auf mich. Goratzt. Was starrst du so? Ich wollte nach der Arbeitskleidung fragen, die du kürzlich bekommen hast. Noch ein Witzbold. Es gibt mehr von euch, als ich dachte. Du wirst diese Beleidigung bereuen. Schaff mir diesen Lappen aus den Augen. Was stimmt damit nicht? Bist du blöd? Er hat mir ein Kleid gegeben. Ein Kleid für ein kleines Mädchen. Dieses Wiese hat das Paket abgegeben, als er an meiner Werkstatt vorbeikam. Er sagte nur kurz, es wäre eine neue Schürze für mich. Verflucht soll er sein. Was ist so schlimm daran? Alle haben mich ausgelacht. Sie haben mir gesagt, ich soll meine haarigen Beine rasieren, bevor ich es anziehe. Verflucht soll dieser Junge sein. Nimm es und bring es weg. Bist du sicher, dass du es nicht getragen hast? Es ist ganz schmutzig, du Widerling. Ich kann es nicht ändern. Meine Schmiede ist nicht so sauber wie der Hintern einer Jungfrau. Sie ist ein schmutziger, staubiger Ort, an dem die Hitze ins schwitzige Gesicht schlägt. Es ist alles andere als die Kleiderkiste eines Kindes. Nein, gib es mir einfach wieder, bevor es noch schlimmer wird. Sprich mit Drogomir. So, wir gucken mal, wo der nächste
von den Verbrechern hier ist. Bratumil. Achso. Na gut, den können wir auch quatschen. Willkommen, wie kann ich dir behilflich sein? Ich würde gerne ein Bündel Hämmer abholen. Aber natürlich, werter Herr. Ich fürchte nur, sie sind noch nicht fertig genäht. Du musst verstehen, es ist viel Strickarbeit nötig, um Material herzustellen, das dicht genug ist, um einen guten Hammer abzugeben. Okay. Oh, dann werde ich warten. Wie lange brauchst du noch, um damit fertig zu werden? Vermutlich eine Ewigkeit. Du kannst draußen warten. Wenn du das Geräusch eines flauschigen Hammerschlags hörst, dann weißt du, dass ich fertig bin. Ich denke, diese Unterhaltung hat sich damit erledigt. Ich möchte gerne wieder an die Arbeit gehen und mich nicht mehr wiederholen. Bitte achte auf dich und versuche dir den Kopf nicht wieder so hart zu stoßen. Auf Wiedersehen. Ich weiß immer noch nicht, wovon du redest, aber ich suche nach einer Lieferung Hämmer. Wofür sollte ich solchen Müll brauchen? Meine Arbeit verlangt Fingerspitzengefühl, keine rohe Gewalt. Warte einen Moment, das kommt mir doch bekannt vor. Vor kurzem war ein junger Mann hier. Er kam in meine Näherei gestürmt und warf mir ein Bündel Holzwerkzeuge vor die Füße. Sie waren völliger Müll. Ohne groß nachzudenken, habe ich mein Haus damit geheizt. Ich weiß nicht einmal mehr, ob es Hämmer waren. Danke, ich werde versuchen, woanders welche zu finden. Dieses Mal vielleicht nicht unbedingt in einer Näherei. Der hat ja alles durcheinander geworfen. Was? Ach, hier ist der andere. Was kann ich für dich tun? Ich suche nach einem verschollenen Weinkrug. Noch jemand. Warum wissen schon alle von dem Krug? Wenn das so weitergeht, habe ich bald nichts mehr davon übrig. Warte einen Moment. Sagst du es zu verschollen? Das sagte ich. Kann ich ihn zurückhaben? Ich habe dich schon verstanden. Warum willst du ihn mir wegnehmen? Es war ein Geschenk. Der junge Mann hatte gesagt, es wäre für meine Dienste für die Stadt. Du musst wissen, ich arbeite so gut, dass bisher kaum jemand die Früchte meiner Arbeit bemerkt hat. Ich gebe ihn zurück, wenn er leer ist. Der Wein war für jemand anderen gedacht. Der Quartiermeister sucht danach. Verdammt. Der Wahn ist ein anständiger Mann. Ich möchte nicht, dass er Probleme bekommt. Aber es gibt ein kleines Problem. Der Krug ist schon halb leer. Meine Nachbarn haben meine Haustür umschwärmt wie Fliegen vergammeltes Fleisch. Jeder wollte einen Schluck. Darüber mache ich mir später Gedanken. Gib ihn einfach zurück. Nimm ihn. Ich will nicht noch mehr Ärger deshalb haben. Bitte erzähle der Wahn nichts Schlechtes über mich. Dieser neue Kerl hat mich reingelegt. Ich nehme nie wieder etwas von Freunden an, die an meiner Tür klopfen. Ich stelle alles richtig, keine Sorge. Okay, wir haben jetzt die drei Sachen. Aber bevor ich die zurückgebe, würde ich sagen, war es schon wieder mit dieser Folge Mad Eagle Dynasty. hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst auf jeden Fall das Abo nicht für meinen Kanal. Ein Like unter das Video zu setzen und eventuell einen konstruktiven Kommentar drunter zu schreiben. Das würde mich sehr freuen. Und den Algorithmus natürlich auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.